US-Chirurgen haben einem 57-jährigen Mann erfolgreich ein Herz aus einem gentechnisch veränderten Schwein eingesetzt. Eine medizinische Premiere, die eines Tages helfen könnte, den chronischen Mangel an Organspenden zu beheben. Die Food and Drug Administration erteilte am Silvesterabend eine Notfallgenehmigung für die Operation. Es war der letzte Ausweg für einen Patienten in Baltimore, der für eine konventionelle Transplantation nicht geeignet war. Die historische Operation habe am Freitag stattgefunden, teilte die Medical School der University of Maryland am Montag in einer Erklärung mit. Der Patient, David Bennett, war für eine herkömmliche Transplantation nicht in Frage gekommen. Eine harte Entscheidung, die oft fällt, wenn der Empfänger einen sehr schlechten Gesundheitszustand hat. Er ist wach. Er erholt sich und spricht mit seinen Betreuern und wir hoffen, dass der Genesungszustand, in dem er sich derzeit befindet, anhält. Bennetts Spenderschwein gehört zu einer Herde, die genetisch verändert wurde. Drei Gene, die zu einer Abstoßung von Schweineorganen durch den Menschen geführt hätten, wurden bei dem Schwein entfernt. Ebenso ein Gen, das zu einem übermäßigen Wachstum von Schweineherzgewebe geführt hätte. Anschließend wurden 6 menschliche Gene in das Genom eingefügt. Daraus ergaben sich insgesamt 10 einzigartige Gen-Edits. Die Bearbeitung wurde von der Biotech-Firma Revivicore mit Sitz in Virginia durchgeführt. Ungefähr 100.000 US-Amerikanerinnen und Amerikaner warten derzeit auf eine Organtransplantation. Nach offiziellen Angaben sterben jedes Jahr mehr als 6.000 Patienten, weil sie das benötigte Organ nicht rechtzeitig bekommen. Um den Bedarf zu decken, wird schon länger an der sogenannten Xenotransplantation, der artenübergreifenden Organspende, geforscht. Erste Experimente reichen bis ins 17. Jahrhundert zurück. Was jeder will, ist nicht von der menschlichen Organtransplantation eingeschränkt zu sein. Viele der Organe könnten behandelt werden und auf diesem Weg als Medikament kommerzialisiert werden, im Wesentlichen als Lieferung auf Abruf. Sie würden es liefern, entfernen und liefern lassen. Wenn das stimmt, werden wir natürlich den Status quo dessen ändern, was für Menschen möglich ist, die jetzt Jahre auf eine Herztransplantation warten müssen. Schweine sind hierfür aufgrund ihrer Größe, ihres schnellen Wachstums und der Tatsache, dass sie bereits als Nahrungsquelle aufgezogen werden, die idealen Spender.